Hallo, heute zeige ich euch meinen Demis Lauchpitter mit Käse. Einfach gemacht, das ist ein griechisches Rezept von Mama. Prasopita, das ist Prasso, ist Lauch. Ja, beginnen wir mit dem Lauch. Wichtig ist, wenn man so einen Lauch hat, dass man erst die Wurzeln, so die Wurzel erstmal abschneidet. Das Stück weg und auch das Ende ein Stück abschneidet. So, dann die oberste Haut abnehmen. Und wenn man sieht, wenn man die oberste Haut abmacht, sieht man, da ist viel Sand. Das heißt, richtig schön abwaschen. Und wenn Sie das gemacht haben, einfach Stücke schneiden. So ein Stück schneiden bis zum Ende. Falls hier oben noch Sand sein sollte, einfach noch nachwaschen. Ja. Ich habe das schon vorbereitet. Und zwar habe ich hier schon eine Schale mit 3 Lauch. Das sind ungefähr 800, 900 Gramm. Gut. Ich habe hier einen Topf. Naja, eine Pfanne natürlich. Und zwar erhitze ich das so zwischen 3 und 4. Dann nehme ich einen Esslöffel Olivenöl. Also Olivenöl, was man daheim hat, ein Esslöffel. So, ein Esslöffel. Und dann rein mit dem Lauch. Und dann dunsten. Ja. So 4-5 Minuten. 4-5 Minuten. Bisschen ziehen lassen. In der Zeit kann man dann weitermachen. Wir nehmen jetzt das Backblech. Ja. Manche nehmen Backpapier. Wer hat kein Backpapier hat, nimmt einen Esslöffel Olivenöl. Einfach hier drauf. Oder wie gesagt, Sie können auch Backpapier nehmen, einen Pinsel und gleichmäßig streichen. So richtig brav streicheln. So. Wenn Sie das gemacht haben, so, dann einmal Blätterteig. Einfach abrollen. Da ist Sie sehen, da ist Papier drin, so Backpapier. Einfach runterrollen lassen. Es wird schon dünn. Dann hier drauf. Einfach abziehen. Nach vorne schieben. So. Oh, vorne schieben. So. Wenn Sie das gemacht haben, das kann auch, muss jetzt nicht alles so super gerade sein, einfach drauf. So, dann rühren wir ein bisschen den Lauch. Es gibt, man sagt ja, der Kaiser Nero hat früher viel Lauch gegessen, weil er der Meinung war, das war so ein Tyrann, er meinte, er würde eine schönere Stimme kriegen. Ob das so ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe keine bekommen, aber er meint, er glaubt, okay. So, dann als nächstes, so, bisschen rühren. So. In der Regel lässt man es länger drauf, aber da ich jetzt hier keine Zeit habe, nehme ich es ab. So, ich nehme die Schale und mache jetzt das hier rein. So. Alles so war. Nehme die Schale wieder rein, zurück. So. Wenn Sie das gemacht haben, ja, dann, so, ich nehme nochmal, ich tausche jetzt die Position, ich nehme jetzt nochmal die Schale mit dem Lauch. So, dann Käse nehmen, es gibt also einmal die Schafskäse,
Schafskäse oder wenn man mag, jetzt diese Weichkäse oder Hirtenkäse. Gibt es überall in jedem Supermarkt. So, diesen Käse machen wir einfach hier rein. Oh, das sieht schon lecker aus. So. Dann 4 Esslöffel Olivenöl, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wenn Sie kein Olivenöl haben, wie gesagt, nehmen Sie Sonnenblumenöl. Wenn Sie kein Sonnenblumenöl haben, dann Rapsöl. Aber am besten ist es, man nimmt Olivenöl. So, jetzt rührt man das so ein bisschen leicht. So. Wenn Sie das gerührt haben, dann als nächstes nehmen Sie ein Ei. Sie können ein M-Ei nehmen oder ein L-Ei. Einfach rein. Zack. So. Jetzt ein bisschen leicht rühren. Ich habe hier einfach ein bisschen rühren. So. Sie rühren das. Oh, jetzt fällt hier was runter. Das sollte natürlich nicht passieren, aber ist nicht schlimm. So, wenn Sie das gerührt haben. Das sieht aber lecker aus. Dann gleichmäßig verteilen. Backblech wieder nach hinten zu mir. So. Dann ist Lauch hier drauf. Gleichmäßig verteilen. Schon Bauch gekriegt. Wir machen das einfach gleichmäßig verteilen. So. Schön. Was Sie nicht vergessen dürfen, manche machen, also ich rate ein bisschen Pfeffer dazu nehmen, Gewürzpfeffer. Bisschen drauf. Einmal, zweimal, dreimal Gewürzpfeffer. So, dann noch mal ein bisschen Blatt drücken. So. Natürlich, wenn Sie eine größere Form haben, nehmen Sie, dann können Sie natürlich so ein ganzes Teil zur Hälfte schneiden und das erweitern. Dann wäre es zu empfehlen, noch einen Lauch zu schneiden, statt 3, 4. Aber das reicht hier eigentlich. So, dann nächste Blätterteig. Einfach Papier rausziehen, drüber legen, zack, zack, zack. Papier in den Mülleimer. So, dann einfach so drüber. Wichtig ist, dass Sie an den Seiten im Abschluss einfach so knicken. Einfach so leicht umknicken. Ne? Umknicken, zumachen. So. Bisschen zumachen, knicken. So an den Seiten knicken. So. Knicken. Und wenn Sie das geknickt haben, so nochmal so ein bisschen drauf drücken, gleichmäßig verteilen. Wenn Sie das gemacht haben, warte mal, hier ist nicht ganz fertig, der will nicht so ganz, Augenblick. So, gut, dann das fertig. Jetzt nehme ich Butter, ja, meine Pfanne nehme ich jetzt runter. Ich nehme jetzt den kleinen. Ich habe jetzt so 10, 20 Gramm Butter. Sie können auch Margarine nehmen. Ich mag am liebsten Butter. Ein bisschen auftauen lassen. Ja. So. Ich erkläre noch gleich, warum ich diese Butter auftauen lasse. So, jetzt können Sie den Blätterteig halt so anschneiden, so also schon die Stücke vorbereiten. Dass Sie später, wenn Sie große wollen, machen Sie große Stücke, wenn Sie kleine wollen, kleine. Ich schneide das jetzt so ganz leicht an. So, einmal, zweimal, ganz leicht anschneiden, dreimal, viermal und das in die andere Richtung, mal so Quadrate. So.
So. So. Und so. Ganz mal ein bisschen rausgeht der Lauch. Einfach wieder zumachen. Ist kein Problem. So. So, schon fast fertig. Jetzt brauche ich einen Pinsel. Ah, hier habe ich den Pinsel. So. Jetzt habe ich die Butter ein bisschen aufgetaut. Und ich streiche mit dem Pinsel so ganz leicht die Oberfläche. Damit es später, wenn es rauskommt, der kommt ja in den Ofen rein bei 200 Grad Umluft oder bei Gas 175, Stufe 3, bei 200 Umluft. Das später, wenn sie so zwischen 30 und 35, manchmal je nach Ofen, 30, 35 Minuten, wenn sie es rausnehmen, dass das dann auch wirklich, ja, nicht so trocken ist. Ja, gleichmäßig verteilen, nicht zu viel. Eher lieber zu wenig als zu viel. So. 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 Jo, das war schon. Schnell, leicht und schnell gemacht. Meine Lauchpizza. Lauchpizza natürlich nicht. Eine Lauchpizza. Die ist jetzt fertig. Ja, die geht jetzt in den Ofen. Und dann ist sie schon fertig. Ja, das war's dann eigentlich schon. So wird eine Pizza Lauch mit Käse gemacht. Lasst es euch einfach schmecken. Und beim nächsten Mal zeige ich euch auch eine Lauchpizza, allerdings mal mit Frischkäse. Ja, dann vergesst nicht zu abonnieren, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Und jetzt kommt kurz nach dem Anschluss noch eine Liste meiner Zutaten, die Kosten und Tipps. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.